Ja, guten Tag, Herr Hering. Guten Tag. Wir freuen uns, dass Sie heute hier ein bisschen Zeit für uns haben. Ja, Sie haben sich seit 2015, wenn ich das richtig sehe, dem Kampf fürs Bargeld und auch für das gesetzliche Zahlungsmittel gewidmet und führen seitdem einen Rechtsstreit. Sie haben der Rundfunkgebührenanstalt angeboten, dass die Gebühr in gesetzlichen Zahlungsmitteln, also in Bargeld zu zahlen. Die haben das abgelehnt und seitdem prozessieren sie erst Verwaltungsgericht, dann Verwaltungsgerichtshof, dann Bundesverwaltungsgericht. Heute war die Entscheidung beim EuGH, also die letzte Instanz. Herr Hering, jetzt sind wir gespannt, was kam raus heute dabei? Also es war nur die höchste Instanz, nicht die letzte. Letztlich entscheiden muss das Bundesverwaltungsgericht. Das ist auch nicht nur formal so, sondern das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist also extrem fein ziseliert, schwer zu beurteilen und schiebt dann wiederum viel ans Bundesverwaltungsgericht zurück. Aber doch mit einem sehr, sehr bargeldfeindlichen Einschlag. Also alles, was da so kreativ zurecht ziseliert wurde, geht eigentlich gegen das Bargeld. Macht die Hürden für Bargeldeinschränkungen sehr niedrig und die Hürden für Verpflichtungen an die Behörden, Bargeld anzunehmen, entsprechend höher. Aber das auf was beruht, wie ist das begründet? Ich meine, es ist ja auch in der Satzung der Europäischen Zentralbank, wird ja auch von Bargeld als dem einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel gesprochen, wenn ich das richtig sehe. Wie ist dann die juristische Begründung dafür, dass man das eben doch einschränken darf? Also es gibt, die ist sehr, es geht sehr weite Wege. Es ist ja im, also lose gesprochen, EU-Vertrag, Artikel 128, das ist EU-Primärrecht, also das höchste Recht wie bei uns Verfassungsrecht. Da steht auch drin, dass Euro-Banknoten gesetzliches Zahlungsmittel sind. Und nach bisherigen einheitlichen Rechtsverständnis. Dazu gibt es auch eine Arbeitsgruppe von EU-Kommission und allen Mitgliedsländern in 2010. Die kamen damals zum Schluss, dass gesetzliches Zahlungsmittel Annahmezwang beinhaltet, außer man hat vorher, alle Parteien haben vorher auf freiwilliger Basis was anderes vereinbart, was ja beim Staat nicht geht, bei hoheitlichen Auflagen. Das war also unzweifelhaft bisher das Verständnis von gesetzlichem Zahlungsmittel. Und der Europäische Gerichtshof stellt es jetzt auf den Kopf mit einer sehr feinen Argumentation. Er nimmt da Erwägungsgründe aus einer über 20 Jahre alten Verordnung, der EU-Einführungsverordnung, also sehr weit unten in der Rechtshierarchie und sehr alt. In der Zwischenzeit gab es Gesetze zum gleichen Thema, die sehr, sehr viel höher stehen. Aber da gibt es einen Erwägungsgrund, wo drin steht, dass aus Gründen der öffentlichen Ordnung auch gewisse Beschränkungen möglich sind. Also das ist der ganze Anker. Das wurde nie wiederholt. Aus meiner Sicht ist die Euro-Einführungsverordnung auch eine Verordnung, die gar nicht für die Dauer gedacht war mit solchen Regelungen, sondern es ging um die Übergangszeit. Aber diese Formulierung, nicht mal im Text, sondern in den Erwägungsgründen, nimmt das Gericht, um dann zu extrem weitreichenden Ausnahmemöglichkeiten zu kommen. Also sie setzen dann auch öffentliche Ordnung mit öffentlichem Interesse gleich und plötzlich ist jedes öffentliche Interesse eine Rechtfertigung, Bargeldbeschränkungen zu verfügen, bis hin ausdrücklich dahin, dass wenn es für die Verwaltung billiger ist, Bargeld auszuschließen, dann kann die Verwaltung Bargeldeinnahme verweigern. Obwohl es gesetzliches Zahlungsmittel ist.
Das ist eine ganz extreme Position, die in etwa oder ziemlich genau der Position der EU-Kommission entspricht, die an ganz vorderster Front der Anti-Bargeldkrieger steht. Also aus meiner Sicht ein hochpolitisches Urteil. Hat das Urteil auch noch eine gute Seite für den nationalen Gesetzgeber, wenn der das Bargeld bewahren will. Da bin ich mir allerdings noch nicht so sicher, wie einschlägig das wird. Das wird aufs Bundesverwaltungsgericht ankommen. Der Gerichtshof sagt, dass der nationale Gesetzgeber weiterhin ermächtigt bleibt, Zahlungsmodalitäten zu regeln und dabei, dass er auch seine Verwaltungen anweisen kann, gesetzlich immer Bargeld anzunehmen. Also darf ich mal einhaken, die Frage, das Bundesverwaltungsgericht hat ja eigentlich ein bargeldfreundliches Urteil getroffen, wenn ich das richtig sehe. Und wenn ich das jetzt auch richtig sehe, der EuGH hat gesagt, es war ja die Frage des Bundesverwaltungsgerichts, gibt es irgendwas, was dagegen spricht? Können wir das so machen? Und die ist ja meiner Meinung nach bejaht worden. Ja, das ist leider nicht oder ich bin nicht sicher, auf Basis der Pressemitteilung, die das Urteil zusammenfasst, bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich sehr gut ist, das Urteil, zumindest was die deutsche Rechtslage angeht, weil das Bundesverwaltungsgericht ja gesagt hat, nach deutscher Rechtslage muss der Rundfunk und jede andere Behörde Bargeld annehmen. Und man könnte meinen, das gilt weiter. Aber wenn man ins tatsächliche Urteil geht, guckt, dann steht da halt noch der vielleicht sehr wichtige Satz, dass nur diese Nationalgesetze weiter gelten, die nicht zum Ziel haben, das gesetzliche Zahlungsmittel an sich zu regeln. Das macht die Hürde für Bargeldeinschränkungen sehr niedrig, weil da gehen die Richter von vornherein davon aus, das soll nicht das gesetzliche Zahlungsmittel regeln, sondern nur die öffentliche Verwaltung irgendwie regeln, was praktisch ist. Und wenn dabei das gesetzliche Zahlungsmittel ausgehebelt wird, dann ist das nur ein Nebeneffekt und das spielt keine Rolle. Aber Sehr, sehr ein diffiziles Urteil, sehr. das Verwaltungsgericht hat sich ja explizit auf Paragraph 14 Bundesbankgesetz gestützt, der das gesetzliche Zahlungsmittel regelt und sagt, Euro-Banknoten sind gesetzliches Zahlungsmittel. Der könnte durch diese Formulierung des Europäischen Gerichtshofs ganz gezielt aus dem Rennen genommen worden sein. Der würde Bundesbankgesetz bricht Landesrecht, also bricht den Rundfunkstaatsbeitragsstaatsvertrag, der Bargeldannahme ausschließt. Und deswegen müsste der Rundfunk Bargeld annehmen. Aber wenn der Europäische Gerichtshof es hier geschafft haben sollte, das Bundesbankgesetz und den Artikel 14 ganz gezielt rauszukegeln, dann gilt wieder der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag, weil die wollen ja nicht das gesetzliche Zahlungsmittel regeln, die wollen dem ja nur widersprechen, aber das ist ja keine Absicht, sondern nur Effekt und das geht dann wieder. Also aus meiner Sicht, ich finde es ein bisschen problematisch, als Partei so ein Urteil zu bewerten. Aber ich glaube, wenn man das liest, da kommt man schon sehr deutlich zum Urteil, dass das vom Ergebnis her argumentiert ist und ganz, ganz vom Ergebnis her ziseliert ist. Man sieht es noch deutlicher bei der Stellung beim Abschlussplädoyer des EU-Generalanwalts, dem das Gericht ja sehr weitgehend gefolgt ist hier, sogar noch ein bisschen weitergegangen. Und der spricht an mehreren Stellen von heiklen Fragen, sogar heikle geopolitische Fragen, die aufgeworfen werden. Also bei ihm liest man noch deutlicher raus, wie politisch das Ganze ist. Können Sie vielleicht da noch mal eine Frage? Sie sagen, das ist eine politische Frage. Warum haben Sie da so viel Energie reingesteckt seit 6 Jahren? Was ist Ihnen da so wichtig? Was ist die politische Begründung,
dafür, dass sie so für Bargeld und das gesetzliche Zahlungsmittel kämpfen? Andersrum vielleicht, aber mit dem gleichen Ergebnis. Warum kämpft die andere Seite mit ja noch sehr viel mehr Aufwand, als ich den betreibe? Ne? Ja, das ist ja unwichtig, was ich hier mache. Ja. Aber es gibt ja eine ganze internationale Kampagne, die das Bargeld beseitigen will, wo wirklich das Who is Who dabei ist und auch die 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen zusammengespannt sind und unsere Regierung macht mit, alle machen mit. Warum ist denen die Bargeldabschaffung so wichtig? Und das ist dann auch die Antwort auf die Frage, warum ich mich dagegen setze. Bargeld ist letztlich fast der letzte Schutz unserer finanziellen Privatsphäre. Es ist ja alles schon so durchdigitalisiert und alles, was wir digital bezahlen, wird letztlich über unser Bankkonto, wo das alles gespeichert wird und zwar jahrzehntelang gespeichert wird und ständig und nicht nur auf Vorrat gespeichert wird, sondern auch ständig ausgewertet wird. Also alles, was wir digital bezahlen, wird zu einem Logbuch unseres Lebens, was jahrzehntelang für jeden, der da reingucken kann, und das sind viele, zur Verfügung steht, um zu gucken, was wir am 13.07.2002 gemacht haben, wo wir waren, oft auch mit wem wir waren und sowas. Also das ist extrem wichtig und das ist eben sehr unvollständig noch, solange wir die Möglichkeit haben, bar zu bezahlen, weil dann können wir gerade die sensiblen Sachen da draußen halten und das geht nicht mehr. Und in Zukunft wird das ja alles noch viel umfassender, weil ja die Tendenz zu den Micropayments geht. Das soll ja dahin gehen, dass man bei jede Busfahrt einzeln abrechnet, jedes Auto, das man nicht mehr selber hat, ne, sondern kurz mietet, nach Kilometer bezahlt. Also auf Schritt und Tritt kommt irgendein Bezahlvorgang und das wird alles in unserem Bankkonto gespeichert. Und das ist eben, das ist eine Maßnahme zur totalen Bevölkerungskontrolle, das steht dahinter. Und das läuft alles in den USA zusammen letztlich, wo ja die ganzen Daten, Finanzdaten zusammenlaufen und die nationalen Regierungen lassen sich einspannen, weil sie halt auch gern wissen wollen, was ihre Bürger so alle machen, wenn sie das auf kaltem Wege irgendwie so machen können. Ne? Bei Telekommunikations-Vorratsdatengesetz, ne, gibt es ja immer einen riesen Aufschrei und so. Also offen kann man ja das schwer machen. Dabei ist das harmlos gegenüber dem, was eben bei den Finanzdaten passiert. Aber da wird es eben so auf kaltem Wege und mit Terrorfinanzierung und sonst was begründet. Da sagt keiner was von den schlafenden Parlamentariern. Und deswegen wird es halt gern genommen und gemacht. Darf ich nochmal nachfragen? Und der zweite Teil der Frage war gesetzliches Zahlungsmittel, der Begriff. Das ist ja auch Teil des Kampfes. Ja, warum darf Ihrer Meinung nach, oder warum ist dieser Begriff so wichtig in der Diskussion auch? Ja, es ist eben auch das einzige vierte Zahlungsmittel. Es ist das Geld, das der Staat ausgibt, insofern ja auch in gewissem Maße pervers, dass der Staat sein eigenes Geld nicht mehr zur Bezahlung akzeptiert. Das ist halt das Geld, wo der Staat mit seiner Glaubwürdigkeit dahinter steht, während alles andere Geld ist halt viel weniger geschützt. Es ist ja letztlich digitales Geld, mit dem wir bezahlen, ist ja letztlich nur ein Guthaben bei einer Bank und dieses Guthaben ist ein Kredit an die Bank und wenn die Bank pleite geht, was ja passieren kann, wie wir in den letzten Krisen gesehen haben, dann ist das Geld weg. Also die Zyprioten mussten es sehr schmerzhaft erfahren, was passieren kann. Da sind ganz viele Rentenansprüche und direkt Bankeinlagen auf dem Weg vernichtet worden.
Und die Griechen wurden damit auch mit der Drohung, dass ihnen das passieren könnte, wenn sie nicht klein beigeben, auch dazu gebracht, klein beizugeben. Also ist das gesetzliche Zahlungsmittel auch sicherer als das Geld, was die Banken selber produzieren. Und das ist natürlich auch der politische Hintergrund für uns als Bürgerinnen und Bürger, damit das wichtig ist. Ja, und das macht auch deutlich, wie politisch der Urteilsspruch ist. Ich habe es jetzt noch nicht ganz im Detail, das lange Urteil gelesen, aber nach allem, was ich bisher gelesen habe, argumentieren die als eigene einzige Grundrechtsgrenze für Bargeldeinschränkungen, dass jeder in der Lage sein muss, noch am Wirtschaftsleben teilzunehmen. Also Leute, die kein Konto haben. Aber Leute, die kein Konto haben, die müssen irgendwie noch durchkommen. Ne? Und insofern, also wenn es nach denen geht, muss das Bundesverwaltungsgericht mich fragen, haben Sie ein Konto? Und wenn ich eins habe, dann muss ich also weiter überweisen. Sonst müssen sie es mir irgendwie möglich machen. Aber die anderen offenkundig involvierten Grundrechte, wie etwa Privatsphäre und Eigentumsrecht, werden irgendwie weggewischt, ne? Obwohl das Bundesverwaltungsgericht die genannt hat und obwohl die ganz offensichtlich einschlägig sind. Aber das Gericht tut so, als ob Bargeld und Bankengeld das Gleiche wäre unter eigentumsrechtlichen Gesichtspunkten, obwohl das eine gesetzliches Zahlungsmittel ist und das andere ein Kredit an die Bank. Also das ist... Das kommt der Rechtsbeugung aus meiner Sicht schon sehr nahe, wenn die weitere Lektüre das so bestätigt, dass die tatsächlich diese Überlegungen so wegschieben, dass Bankengeld was anderes ist als das gesetzliche Zahlungsmittel. Gut, zum Abschluss. Sie haben ja angedeutet, es ist ja noch nicht zu Ende. Das war die höchste Instanz, aber nicht die letzte Instanz. Also jetzt geht es wieder weiter ans Bundesverwaltungsgericht. Wann, das kann man nicht sagen, wann, aber was ist hier so Ihr Gefühl, wie wird es dann aussehen? Das kann man. Wenn das Bundesverwaltungsgericht den Vorgaben so folgen würde, wie der Europäische Gerichtshof seine Vorlieben erkennen lässt, dann wird es ganz schlecht aussehen. Aber das Bundesverwaltungsgericht hat sich doch sehr grundrechts- und bargeldfreundlich geäußert. Von daher, und dem wird ja auch nicht verborgen bleiben, wie politisch und fragwürdig das Urteil ist. Von daher bin ich schon zuversichtlich, dass die da nicht den ganzen Weg mitgehen und schon noch zumindest bei der Verhältnismäßigkeitsabwägung unsere Grundrechte ein bisschen umfassender berücksichtigen, als die EuGH-Richter das tun. Okay, Herr Hering. Dann sind wir am Ende angelangt. Ich danke Ihnen sehr für Ihren engagierten Kampf und auch, dass Sie heute die Zeit hatten. Und drücke die Daumen für die... Jetzt wieder ins Studium. ...des Bundesverwaltungsgerichts. Ja. Schönen Tag noch. Tschüss, danke.